Seid gegrüßt, meine lieben Brüder und Schwestern, zu Fallout Shelter, Vers 21 und zum heutigen 6 Report Nummer 7. Ich erkläre gleich, wie immer, warum das hier 6 Report heißt, weil in meiner Vault ist Sodom und Gomorra im Gange. Die vermehren sich da unkontrolliert. Ich kann da nichts mehr, das kann ich gar nicht mehr abstellen. Da sind ständig standardmäßig immer 5 Frauen schwängern vor sich hin. Ich kann es gar nicht mehr unterbinden. Also es ist hier der reinste Sündenpfuhl Sodom. Daher der hochtrabende Titel Sex Report. Ja, gut. Und wir befinden uns hier im Super Duper March. Ja, wunderschön auch mal sowas hier anzuschauen. Das liegt im berüchtigten Ödland. Der Vault muss der Himmel sein, denn dieser Ort, naja, genau. Und hier die Kollegin, also folgendes. Ich habe wieder mal so circa 20 Leute auf Erkundung geschickt. Ich schicke jeden Tag 20 auf raus ins Ödland und die erkunden dann und am nächsten Tag hole ich die wieder rein. Und schau, ob sie, wir wollen ja die wichtigen Baupläne noch sammeln. Einige Baupläne fehlen uns noch. Wir wollen die alle kriegen. Viele sind es nicht mehr, aber die Kollegen suchen ja auch noch das Ödland ab. Und manchmal entdecken die auch sowas wie so ein Super-Duper-Mart hier oder auch eine Hütte oder irgendwas. Und dann kann man die da reinschicken. Und das habe ich jetzt gerade hier gemacht. Und das ist die hat hier schon ein bisschen gekämpft, die Kollegin. Kollegin Laurie Hawkins, also die nicht verwandt, verschwägert mit Stephen Hawking. Auch kein Rollstuhl in Sicht hier. Und sie hat gerade, die hat einen Flammenwerfer schon her. Sie hat hier gerade schon mal ein bisschen vorgearbeitet hier, die Kollegin. Mal schauen, was sie Schönes findet. Sie hat aber noch ein Zimmerchen, muss sie noch besuchen, hier die Kollegin. Mit dem schicken Laborkittel, hier, ganz schick, hier im Ödland zugange mit Laborkittel, sehr schön. Aha, da ist nochmal, machen wir, hoppla, machen wir, siehst du, die hat einen Flammenwerfer schon her. Aha, schauen wir uns das mal an hier. Das ist irgendwie recht süß gemacht, also mit diesen Figürchen, Püppchen, sozusagen Figürchen hier. Also, also ist doch süß gemacht. Also, na gut, ich meine, da sterben die Flammenwerfer und alles und die sterben, ist klar. Es ist ein Killerspiel, ist klar, aber es ist doch so optisch ganz süß. Also, wenn man das mal so sagen darf. Gut, bei aller Thematik, ernsthaften Thematik hier, Killerspiel, es ist ein brutales Killerspiel, das muss man jetzt mal so, Ego-Shooter hier, so Call of Ego-Shooting, hier, ganz brutales Killerspiel ab 19, mindestens, nur in Begleitung der beider Großeltern, mütterlicherseits, spielbar, also erlaubt nur mit Begleitung der Großeltern, weil brutales Killerspiel, muss man jetzt hier mal sagen, hoppla, Zuckerbomben, genau, da muss man da kann man jetzt irgendwas anklicken, oder? Ich glaube, das ist relativ egal, oder? Gut, und schon geht's los, ausgewogenes Frühstück, ja. Schon geht's los hier, peng, peng. Also es ist ein schlimmes Killerspiel. Man sieht's hier. Ich werde gleich noch was dazu sagen, wenn die hier fertig sind. Weil ist lautstark hier. Dann Kopfhörer. Ah! Die. Naja. Gut. Also, ich meine, Schach ist auch ein brutales Killerspiel. Also, Schach, naja. Schach kennt heute keine Sau mehr. Schach, da musst du Bauern schlagen, die Dame opfern und was weiß ich. Da ist brutales Killerspiel. Schach. Ist halt, die Grafik ist bei Schach jetzt nicht ganz so gut. Also
Ja, warten wir noch ein bisschen. Gleich haben wir es hier. Ich muss nichts machen, Schei, ja. Ich muss gar nichts machen. Ich spiele das mit der Maus hier am PC. Muss gar nichts machen. Das macht die von selber hier, die Kollegin. Peng. Gefällt mir. Entschuldigung. Gefällt mir. Man muss schauen, dass da nichts mehr noch blinkt. Irgendwie so glitzert. Da ist da noch was drin. Gut. Also, brutales Killerspiel. Weil wir wollen ja diese Killerspiel-Debatte nicht unter den Tisch kehren oder sonst wo. Gut, jetzt schauen wir mal. Jetzt können wir wieder zurückgehen. Ödland weiter erforschen. Golduhr, schau, ja, ich habe eine Gold- und eine güldene Uhr. Taschenuhr. Schau dir das, sowas gibt es heute nicht mehr, gell? Taschenuhr. Hoppla, warum? Was war da? War noch ein Text unten unter drunter gelegt hier. Untergelegt. Leid. Gut, haben wir wieder ein. Und jetzt schauen wir mal unsere Vault an, was da wieder los ist. Hier in Sodom. Die Lori erkundet jetzt weiter. Er hat eine güldene Uhr gefunden. Die anderen, die habe ich gerade erst rausgeschickt vor einer Stunde. Die haben jetzt noch nichts Wesentliches. Also wir brauchen ja Baupläne. Jetzt schauen wir uns mal schnell an. Schickst du? Also hier meine Vault. Wie gesagt, da schwängert sich hier. Die schwängern hier alle. Da komm, schau her. Ah, der hat eine Stärke, der Kollege. Ja, diese 4 Stück momentan schwanger, kann ich gar nichts machen. Und ich habe meine Vault schon maximal aus. Siehst du, hier sind jetzt, weiter geht's nicht. Hier sind jetzt nur noch Lagerräume, weil ich habe hier das Lager schon voll, gut voll. Hier siehst du, 3900 habe ich und 4,8 gehen rein, also 1000 können wir noch, weil wir brauchen natürlich auch Rohstoffe für die Waffen, für die noch zu erwartenden schicken Baupläne. Schauen wir uns mal die Baupläne an. Gut, schauen wir mal da in die. Hier ins Waffenwerk. Ja, da fehlen. Wir haben jetzt 146 Pläne von 182. Also da fehlen noch ein paar. 40, 30, 36, oder? Fehlen noch. 43 macht 7. 36 Baupläne fehlen uns noch. Und zwar natürlich die ganz schicken. Das wollen wir natürlich noch wissen. Und hier bei den Outfits, da sind wir schon besser dran. Da haben wir noch 114 von 119. Also da fehlen uns nur noch 3. Die wären dann ganz unten, oder? Siehst du? Aber man sieht ja leider nicht, was da fehlt. Also Sheriff Staubmantel, Powerrüstung. Na siehst du, so eine Power-Kommandantenbekleidung, Strahlenschutzanzug, Zündrüstung, die T-45D Powerrüstung da von Terminator. Die fehlt, also das brauchen wir noch. Also 5 Rüstungen, Outfits brauchen wir noch. Baupläne. Gut. Waffen fehlen noch mehr. Die hat schicke grüne Haare, schau her. Siehst du? Da schau her. Das da ist ja mal. Mit Katze, oder? Hat die eine irgendwo? Hunde, wir haben auch schon Haustiere hier. Ist das ein Lärm hier? Das gab keine Sau. Katzen haben wir. Ein Papagei. Irgendwo ist ein Papagei. Warte, wo ist denn der? Da. Her. Schau dir das an. Ein Papagei. Ich krieg Flöhe. Der quatscht sogar irgendwas ganz leise. Versteht man jetzt natürlich nicht. Hier, Papagei. Gut. Mann, ist das ein Lärm hier. Das hört keine Sau aus. Gut, also fehlen 5 Outfits, fehlen noch die Pläne und 36 Waffen. Und jetzt wollen wir noch schnell, schauen wir mal, da Ziele, na gut, und Tagesbericht. Ich spiele jetzt, eine Woche haben wir schon weg, also 7, 8, 9 Tage. Ich spiele jetzt den 9. Tag hier, also eine komplette Woche ist schon. Und ja, gut. Wie gesagt, Vault ist schon komplett ausgebaut. Ist kein Platz mehr. Und wir haben 188 Leute. Ich habe jetzt hier nach Stärke sortiert. Die haben schon Stärke 50 ist die größte Stärke. Mehr geht nicht. Und hier alle drunter habe ich jetzt in die Ödland-Erkundung geschickt, weil die nehmen da auch an Stärke zu. Also die sollen erkunden, bis die auch Stärke 50 dann haben. Mensch, ist das ein Lärm hier. Das ist, hört keine Sau aus. Gut. Ja. Und jetzt schauen wir noch. Oh nee, jetzt kommen ja die. Gut, die sind einfach. Die gehen einfach weg.
Warte. Da, das machen die zwei Kollegen hier. Warte mal, das müssen wir jetzt schnell noch abwarten hier. Die sind gleich fertig. Tut mir leid, warte, dauert ein bisschen jetzt. Bis aber gleich weg, warte, die zwei hier. Das ist der Preston Garvey, oder? Der hier, der aus Fallout 4, der Minuteman, oder? Preston. Warte, da ist er. Preston Garvey, Minuteman, Kollege aus Fallout 4. Ein Lärm hier. So, oh. Ja gut, Preston Garvey. So, das waren die Kollegen. Gut, jetzt schauen wir noch mal schnell. Irgendwas wollte ich noch sagen. Weiß ich nicht mehr. Ah ja, ich habe noch die Roboter, Mr. Handy Roboter, diese kleinen, auch aus Fallout 4. Die kleinen fliegenden, ja, die ist doch auch schick hier, schau. Mit Katze und Hut. Faltohrkatze. Da diese Mr. Handy Roboter. Da habe ich jetzt schon, da einen pro Etage kann man nehmen und ich habe schon runter bis hier, also oben angefangen, da ist überall einer, bis hierher, glaube ich. Da ist noch einer. Ja, wurscht. Jetzt schauen wir mal, hoppla, schnell in die Questliste, weil da wird es nämlich auch schon wieder dünn. Ah, endlich, oder? Nee, keine Ruhe. Wir haben nur momentan nur noch eine Quest am gut, wir kommen jetzt nur noch spärlich. Jetzt machen wir die mal. Schauen, ob man da was kriegt. Achso, da habe ich nur einen Bewohner und der braucht einen Flammenwerfer und Stufe 32. Gut, mal schauen. Sagen wir mal die Jessica Flönske. Nee, machen wir mal die Judy King. Hat die einen Flammenwerfer? Kaffeepause, die gehen wir mal rein. Da brauchen wir jetzt allerdings einen Flammenwerfer. Druckluftflammenwerfer. Hoppla, gehärteter Flammenwerfer. Rostiger. Verbesserter. Ne, was ist das Stärkste hier? Druckluftflammen. Nehmen wir den mal. Na, jetzt rein. Komm, damit der Sound hier mal weg ist. Komm. Die schaut da schick. Das ist die Judy, oder? Die schaut da schick aus hier. Neueste Mode. Techno-Disco. Vom Rave oder was weiß ich. Keine Ahnung. Jetzt geht die mal da rein, oder? Feuerteufel, töte den. Hallo. Schau dir das an hier. Hallo. Oh nee, ist das schick. Schau her, Hütler. Oh, das ist die. Schau her, und da hat es am Oberschenkel noch so eine Lüftungsding da. Gut, keine Kommentare jetzt bitte. So eine Lüftung. Oder ist es ein Salzstreuerdeckel? Da streut die Salz, um die Gegner zu. Um den Gegnern die Suppe zu versalzen wahrscheinlich. Und so schicke grüne Guckäuglein. Schau her. Soll man der noch ein Tier geben? Nee, haben wir keins. Können wir der, ja, lassen wir die mal so outfitmäßig, oder? Können wir die, ach so, haben wir jetzt nichts. Gut, jetzt gehen wir mal da rein, oder? Gehen wir da. Och, oh nee, das ist, ach so, das ist ein Riesen, ja, ja. Gut, das kann jetzt hier ein bisschen dauern, aber wir haben ja Zeit. Das ist ja auch die einzige Quest, die wir jetzt momentan, morgen kommt dann wahrscheinlich wieder eine. Gut, für heute reicht es mal. Jetzt machen wir hier diese Quests machen wir mal, gell? Schau her. Oh, Großaufnahme. Aber ist doch süß gemacht. Schau, wie die so böse guckt hier, die Tante. Ja. Die guckt doch so ein bisschen, naja, also böse. Aber schelmisch, oder? Auch so schelmisch. Obwohl sie gerade mit dem Druckluftflammenwerfer, gut, es ist, man muss es natürlich so ein bisschen, achso, der auch noch als Witz betrachten. Ich meine, okay, naja. Das ist ja so Comic-Style. Ich meine, du als Kind, liest Mann mit zwei N, drei N, die Superman-Comics, oder? Hat es früher gegeben, oder heute sogar noch. Oder schaut sich Videos an mit Superman und der bringt ja nicht auch immer irgendjemanden um oder so? Spider-Man, Superman. Der wird doch auch ständig einer umgebracht, oder? Also, Comic-Style, ja. Ich meine, sogar wie Schach, Schach ist auch ein Killerspiel. Weil diese dämliche Killerspieldebatte, die ist doch für Kinder, also ist doch für den Allerwertesten, weil von wegen, ja komm, haben wir da jetzt alles. Man muss schauen, dass man alles immer mitnimmt. Da, wenn es so glitzert, siehst du, der Schrank blinkt so, da ist was drin, siehst du, falls du es noch nicht wusstest. Manchmal ist so in der Ecke auch noch was versteckt. Gut, jetzt gehen wir da weiter.
Gut. Ich brauche nichts machen schon. Ja, jetzt macht sich's jetzt von selber. Jetzt kann ich Kaffee trinken. Entschuldige. Mich strecken, Kaffee trinken, irgendwas häkeln oder stricken oder ondulieren oder was weiß ich. Oder tapezieren. Keine Ahnung. Haben wir jetzt hier. Oder was weiß ich. Oder man kann jetzt über den Sinn des Lebens nachdenken, zum Beispiel, während die hier arbeiten. Die Kollegen. Ja, ich durfte ja nur einen hier reinschicken. Also kann es ein bisschen hier dauern. Ein Flammenwerfer. Kann ein bisschen dauern. Gut. Fertig. Na? So. Alles. Plündern. Ja, diese dämliche Killerspieldebatte, das ist doch ein Kack. Weil halt dieses Problem liegt ja ganz woanders. Und die Politiker und sonst wer, die können das jetzt natürlich nicht zugeben, dass sie selber schuld sind, also dass sie die dämliche, die Weltlage allgemein schuld ist, das können die natürlich nicht zugeben. Jetzt brauchen die natürlich irgendeinen Schuldigen und da kann man gerne mal, also natürlich sticht natürlich sofort ins Auge die Killerspiele, das ist klar. Aber ich meine, schau mal, die Kinder haben doch vor 100, vor 200, vor 300 Jahren, haben die Kinder doch auch schon Killerspiele gespielt, Räuber und Gendarm, also im Hof, im Garten, im Wald haben die Kinder doch immer schon Killerspiele gespielt, so Räuber und Gendarm und so weiter. Da wurde rituell, also nicht rituell, da wurde sinnbildlich auch immer irgendjemand umgebracht. Mit Pfeil und Bogen quasi, also es gab immer schon Killerspiele, also das ist nicht erst seit dem Computerzeitalter gibt es Killerspiele, die gab es immer schon. Und das ist also nichts Neues. Oder als Kinder, da haben wir Cowboy und Indianer gespielt, da ging es auch nicht um Friedenspfeife rauchen, sondern da ging es um, rein theoretisch ging es darum, den anderen zu erlegen, auch ohne Computer, also es geht auch ohne Computer, Killerspiel, geht auch so. Also das ist völliger Schwachsinn, so eine Debatte. Aber man kann halt gerne dann... Ja gut, es gibt natürlich schon so Spiele, die dann wirklich nur rein auf so ausgelegt sind. Es gibt natürlich, also wo dann die schon bis... Die kommen aber schon meistens gar nicht mal auf den Markt oder so. Oder und wer sowas dann spielt, ist aber auch... Der ist aber von Haus aus geistig geschädigt, wer sowas dann spielt. Nur so reine Blutorgien, das gibt's natürlich auch, aber wer sowas spielt, der hat ja von Haus aus einen Schlag weg. Also da muss man nicht erst Killerspiel. Ich meine, das ist Verrückte, hat's immer schon gegeben. Also ich meine, Jack the Ripper, der kannst du mal googeln, Jack the Ripper, da gab's noch keine Computer, da hat der 20 Frauen umgebracht, auf blutige Weise, und da gab's aber noch nicht mal Smartphones und nix, also da gab's noch nicht mal Telefon, und da hat der schon 20 Frauen in London oder wo, Jack the Ripper, kannst mal googeln. Verstehst du? Also das ist nichts Neues, diese Killer-Phänomen ist nicht erst im Computerzeitalter. Gut, bis die Kollegin jetzt da fertig wird, kann es ein bisschen dauern. Jack the Ripper, ja, das war ein ganz böser. Oder wie hieß denn, wie heißt denn der andere? Bundy, der heißt Ted Bundy, nee, Bundy, irgendwie, wie der L. Bundy, der heißt tatsächlich der amerikanische, halbwegs berühmte Massen, also, was heißt Massen, ja, verrückter. Bundy, der hieß doch Bundy. Wie war denn der Vorname? Ted Bundy, glaube ich, oder? Der hat auch keinen Computer gebraucht, um völlig durchgedreht zu sein.
Also, der wurde ja dann, soweit ich weiß, wurde der dann ja tatsächlich, wurde irgendwann gefasst, sonst wüsste man es ja gar nicht, und eingesperrt, also natürlich lebenslänglich oder hätte dann, weiß ich nicht, Todesstrafe, keine Ahnung. Jedenfalls wurde der dann im Knast, wurde der dann relativ schnell von den anderen Mithäftlingen umgebracht. Ja, ohne Scheiße. Ja, weil die wollten so einen Verrückten nicht in ihrer Nähe haben. Und da haben die den relativ schnell, die anderen Häftlinge, Sträflinge, haben den dann relativ schnell entsorgt. Also, ja. Interessant. Ja, weil die Sträflinge, die haben anscheinend auch so einen Ehrenkodex irgendwie, wenn da bestimmte Mörder, ja, Mörder oder bestimmte Täter reinkommen, die leben meistens nicht lange. Also es gibt, die haben da auch so eine Art, also es gibt solche und solche Verbrecher und selbst Verbrecher haben noch irgendwo, meistens haben die, selbst die haben irgendwo noch so eine Art Ehrgefühl oder was weiß ich. Und wenn so bestimmte Täter, ich will jetzt hier keine, nicht ins Detail gehen, wenn da so bestimmte Leute reinkommen, die leben da nicht sehr lange. Gut, wie die hier auch, die leben auch nicht sehr lange. Jetzt einfach schauen, dass wir da heute noch fertig werden. So eine schicke Musik hier. Also das hat auch einen gewissen Fallout. Naja, ist auch ein gewisser. Natürlich ist das ganze, die ganze Fallout-Serie ist natürlich auch sehr, sehr kritisch, sozialkritisch zu sehen. Natürlich hat, also nicht natürlich, aber dieses Fallout, das muss ich mal meinen Kopfhörer leiser machen, das hält ja keine Sau aus. Jetzt geht's. Natürlich hat voll, nicht natürlich, aber Fallout hat auch eine knallharte Message, also eine ja, Botschaft an dich und an, das sieht natürlich keiner. Also ich meine, es geht hier um den atomaren Vernichtungskrieg und das ist ja, der ist immer noch allgegenwärtig, der ist immer noch, also der droht uns, der könnte morgen passieren. Natürlich ist es hier auch eine Botschaft an die Politik, das bitte nicht zuzulassen, weil dann müssten wir uns hier auch von Kakerlaken ernähren und so weiter. Also wir würden, das wird sowieso nicht lange gehen, aber ich meine, das ist hier eine äußerst kritische Botschaft, bei aller ja, Heiterkeit, also bei allem Comic-Style, also das ist gut, das ist jetzt hier ein bisschen Comic-Style, aber bei allem also es ist ja ein Spiel, also in Anführung, was heißt Anführungszeichen, also bei allem Spielfaktor hier muss man natürlich die kritische Botschaft auch sehen, die dahinter steckt. Ich meine, möchtest du hier in so einem Ding leben? Wahrscheinlich nicht, gell? Dann würde ich mich mal politisch engagieren, damit dir das hier nicht passiert, weil ganz so einfach ist es dann doch nicht, wie es hier ausschaut. Also da wird es dann hier keine solchen schicken Getränkeautomaten geben. Sagen wir es mal so, bei einem radioaktiven Ernstfall, selbst mit Volt, würdest du nicht lange leben, weil das geht nicht lange gut. Da wären wir alle relativ schnell. Selbst mit Schutzanzug und alles. Ich meine, so ein Schutzanzug, wie du kannst ihn nicht 24 Stunden tragen. Also du musst irgendwann mal auch aufs Klo und was weiß ich. Also du kannst den nicht ewig tragen. Und sobald du den ablegst, ist Ende. Aber du musst den mal ablegen im wahrsten Sinne. Du musst ja auch mal in Anführungszeichen. Also das geht nicht lange gut. Ich weiß das, weil ich war bei der Bundeswehr ABC-Abwehrsoldat. ABC heißt atomar, biologisch, chemisch. Jetzt kommt da. Und ich habe auch so einen Schutzanzug gehabt und mit Gasmaske und sowas. Auch so einen kompletten Strahlenschutzanzug. Und dann hat uns der Ausbilder gesagt, du überlebst 8 Stunden länger als die anderen. 8 Stunden. Mit Schutzanzug lebst du 8 Stunden länger.
so im Durchschnitt über den Daumen gepeilt, hast du dann 8 Stunden Zeit, noch dein Testament zu schreiben und vielleicht noch ein paar kleine andere Sachen zu erledigen, was dir noch so ein, wie gesagt, Testament verfassen, ja, was halt, was einem da noch so einfällt, wenn man weiß, dass man noch 8 Stunden zu leben hat, was man da noch so gerne dann tut, wenn man sich dann, hast du 8 Stunden Zeit, dir das zu überlegen, Schutzanzug, und das ist ja keine so schöne Vorstellung. Gut, ja, wir haben es. Warte, tut mir jetzt leid. Aber ich durfte ja nur einen reinschicken. Wenn ich 3 hätte schicken dürfen, dann wären wir jetzt schon lang fertig. Aber, aha. Wir müssen aber noch da in der Ecke, siehst du da in der Ecke, manchmal sind die Schwärze. Ah, der hat, siehst du, ich sag's gerade noch, wir brauchen ja noch die Taubmähne. Der hatte in der Ecke, siehst du, muss man immer gut aufpassen, dass nicht noch irgendwo einer in der Ecke liegt oder so. Also, immer gut gucken, aber wir sind gleich durch. Einen Bauplan haben wir jetzt. Siehst du, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Da haben wir noch was. Wir sind gleich durch, aber jetzt haben wir einen Bauplan. Den müssen wir mal schauen. Hoffentlich kein Duplikat. Also hoffentlich haben wir den nicht schon. Gut. Kaffeepause. Fallout, ja. Ich meine, wo willst du da frisches Wasser herkriegen und trinken musst? Du musst, wenn du 3 Tage lang nichts trinkst, bist du tot. Also ohne Wasser kannst du 3 Tage, wenn du Glück hast, 3 Tage überleben. Jetzt ist aber das Wasser alles verstrahlt, weil meinst du, du kriegst ja schnell irgendwo so einen Wasseraufbereiter? Sowas gibt es nämlich gar nicht. Also der Radioaktivität aus Wasser entfernt, das gibt es nicht. Dann musst du was trinken nach 3 Tagen spätestens, und das ist natürlich radioaktiv verstrahlt, und dann bist du auch wieder tot. Also du bist tot. Wenn du nicht tot bist, bist du tot. Also du hast 2 Möglichkeiten. Entweder bist du sofort tot oder du bist sofort tot. Also du kannst das aussuchen. Also da ist nichts mehr bei Radioaktivität. Da ist Ende. Da kommt nichts mehr. Kannst du dir ein paar Stunden noch schnell überlegen, was du noch machst in deinen letzten Stunden. Und dann fallen dir die Haare aus, fallen dir die Zähne aus, fällt dir das Essen aus dem Gesicht und fällt alles ab und aus, und Atmung versagt, Herz, Leber, Lunge, Niere, alles versagt schön langsam. Du zerfällst innerlich, äußerlich, kannst nicht mal mehr einen Bleistift halten, um deinen letzten Willen noch zu notieren oder irgendwelche letzten Gedanken. Kannst nichts mehr, also kannst halt, wenn du Glück hast, hast du noch eine Pistole und kannst dann noch eine Kugel geben. Und das war's dann. Auch mit Schutzanzug. Also da ist leider, also diese ganzen Endzeitfilme, die sind alle total witzig, weil die laufen da noch Wochen, Monate lang rum und alles. Und also du läufst nicht wochenlang rum, du läufst 2-3 Stunden noch rum. Und bist aber in den 2 Stunden dann, zerfällst du langsam zu einem matschigen Klumpen Fleisch. Also das ist lustig. Naja, aber na gut, du kannst ja noch so ein Spiel spielen, wenn du mit Notstromaggregat kannst ja noch ein Spiel spielen. Dann kannst du das nochmal anschauen, wie sich die Leute das eigentlich vorgestellt hätten, wie es hätte funktionieren sollen beim Ernstfall. Kannst du hier nochmal herzlich drüber lachen, falls du mit deinem Gesicht noch in der Lage bist, lachen zu können. Weil es zerfällt langsam. Da haben wir, jetzt haben wir den, gell? Jetzt gehen wir zurück, oder? Blablabla. Ja. Gut. Aha, legendär ist, Outfit, naja, da haben wir schon. Legendär, hoffentlich kein Duplikat. Legendär ist Outfit. Gut, schauen wir das noch schnell an, und dann können wir für heute wieder, siehst du, ziemlich genau eine halbe Stunde, Wahnsinn. Können wir für heute wieder jetzt erreichen, bestätigen. Der ist ja ein legendär, Outfit sammeln. Oh. Ach, das ist die Power-Rüstung, oder? Kein Duplikat. Jetzt müssten wir nur noch 4
müssten nur noch 4 Outfits fehlen, oder? Gucken wir mal schnell. Warte, ich schaue noch schnell, da ist eine Stärke am Werk. Da ist noch was am Werk. Gut, ich guck nur noch schnell. Warte, jetzt schauen wir mal schnell in die Outfit-Werkstatt. T45 hat war ich mit 51 oder so. Jetzt haben wir 115. Ah, tatsächlich nur noch 4 Stück fehlen. Das war jetzt die, noch eine Bauerrüstung. 4 Stück fehlen noch, warte. Ja, tatsächlich, das war tatsächlich die letzte Powerrüstung. Jetzt fehlen nur noch Kommandantenbekleidung, Profi-Strahlenschutzanzug. Profi-Strahlenschutzanzug. Sehr witzig. Schweres Sünd und Sheriff-Staubmantel. Nur noch 4 Stück fehlen, schau her. Wahnsinn. Powerrüstung hier. XMK 0 Black hat kurz 1, 2, 3, 3 Powerrüstungen haben wir da schon. XXX. Wahnsinn, was ist denn draußen wieder los? Ach, die fangen wieder mit dem Bauen an. Jetzt ist 6.40 Uhr früh Samstag. Samstag 6.40 Uhr. Fangen die da drüben, die bauen da drüben ein Haus. Die fangen am Samstag um 6.40 Uhr früh. Bei 3,5 Grad fangen die das Bauen an. Ich krieg Flühe. Jetzt 4 Outfits fehlen noch. Jetzt, und, aber Waffen haben wir ja keine gekriegt. Ne? Also Waffen fehlen noch 36, oder? 36. Waffen, oh mein, was fehlen da noch? Plasmawerfer, Gaussgewehr. Ja, man sieht jetzt leider nicht, was die Stärke hat. Gaussgewehr, das war in Fallout 4 das ziemlich stärkste. Big Sister, oh mein, Blackhawk, Bleiregen, Destabilisator, einsamer war. Hey, Farmertochter, hey, die Fatman, hey, die super Flammenspeier. Oh nee, Speyer ist eine Stadt in Künstler, oder? Alien Blaster, Gatling Laser. Hey, die haben dieses Gleisgewehr, dieses grünes Monster. Hey, das wollen wir alles noch haben. Das, die haben die schicken Namen. Infiltrierer, Langgewehr, Kniekracher. Ach komm, das wollen wir alles noch haben. Little Brother, Wirf, oh nee. Nachtsicht. Oh. Rache, hey, das Rache des Technikers, oh nee, das rostige Fatman, hey, das wollen wir als Schmugglers Ende. Ja, komm, das müssen wir alles noch, das brauchen wir alles noch, verbesserte, ach oh, komm, das müssen wir noch holen, Freunde. Gut, jetzt schauen wir nur noch schnell, aber jetzt haben wir doch Katzendieb, na gut, da kriegen wir eine Katze, das brauchen wir halt nicht mehr. Gut, Freunde, dann können wir aufhören, gehen wir mal irgendwo hin, wo es ruhiger ist. Oder auch nicht. Wo ist denn hier ruhiger? Ja. Gut, Freunde. Haben wir heute wieder ein Outfit haben wir heute geholt. Vielleicht haben morgen meine Erkunder was auch noch gefunden. Siehst du meine Erkunder? Ist der hier? Die haben vielleicht, die habe ich gerade erst rausgeschickt. Morgen holen wir die wieder ab. Da haben die 24, die Erkunden ja offline. Also da haben die 24 Stunden erkundet und vielleicht wieder einen Bauplan gefunden. Siehst du da unten? Eine goldene Uhr haben wir. Toll. Vielleicht finden die bis morgen noch irgendwas. Garantiert, glaube ich mal. 17 Leute haben wir rausgeschickt. Da wird doch einer was finden hier von denen. Kann ja auch sein, dass es tatsächlich langsam abgegrast ist, das Grasland, Ödland. Kann auch sein. Okay, Freunde, dann haben wir es für heute und lassen die hier mal weitersuchen. 24 Stunden morgen. Schauen wir uns an, was sie gefunden haben mögen, dürfen sollen können. Okay, danke fürs Zuschauen. Morgen kommt, wie gesagt, der nächste Teil des Reports. Und falls es dir gefallen hat, dann empfehle mich doch ruhig gerne weiter bei Facebook, Twitter und so weiter. Und falls es dir nicht gefallen hat, dann empfehle mich doch ruhig bitte gerne weiter bei Facebook und Twitter. Okay, danke fürs Zuschauen, danke für deine Aufmerksamkeit und schönen Tag noch und tschüss, bis morgen.